ist Christoph Janssen. Ich bin Schwertmeister und unterrichte in meinem eigenen Dojo im Südschwarzwald, dem Ronin-Dojo. Heute möchte ich euch eine genaue, detaillierte Erklärung der ersten Seite-Kata Mai vorwärts geben. Vor allem auch für die, die selber keinen entsprechenden Lehrer haben. Die Seite-Kata gehören eigentlich nicht wirklich zum Jaido, sie gehören zum Kendo und sind für Kendoka entwickelt worden. Jaido hat seine eigenen Stilrichtung und Seite-Jaido ist keine eigene Stilrichtung. Es dreht sich bei der Entwicklung des Seite-Jaido mehr darum, die Bewegungen mit dem Schwert kennenzulernen. Es ist daher etwas eher ritualisiert als jetzt aus der Praxis entstanden. Okay, das Schwert, das Jaito, wird im Gürtel getragen, im Obi, so dass die Tsuba direkt vor dem Bauchnabel ist beim Seite Jaito. Das Schwert sollte waagerecht sein. Wenn es hängt nach unten, dann können wir es nicht greifen. Wer keine entsprechende Kleidung hat, sollte zumindest einen Obi sich zulegen und eine zusätzliche Bindeschnur, um das Schwert waagerecht binden zu können. Die Hände sind beim Seite Jaido an der Seite. Und die Füße sind parallel, das Gewicht ist mittig, der Körper aufgerichtet, die Knie nicht durchgestreckt. Der Blick ist bei Beginn der Kata auf den Gegner gerichtet, der in der gleichen Position ist wie wir. Die Kata beginnt damit, dass wir mit der linken Hand das Schwert greifen und mit dem linken Daumen das Schwert sichern vor dem Herausrutschen. Aber nicht in der Mitte, denn sollte es mal nicht richtig gegriffen werden, landen wir auf der Schneide, was bei einem echten Schwert gefährlich wäre. Also, beide Hände sind an der Seite, linke Hand greift und sichert. Wir knien ab, ohne den Gegner aus den Augen zu lassen, klopfen den Hakama mit einer solchen Bewegung nicht zu laut, das ist unhöflich im Japanischen. Erst das linke Knie, dann das rechte Knie, dann gehen wir auf die Knie vor, legen die Füße ab und gehen in einer langsamen, kontrollierten, souveränen Bewegung nach unten. Wenn wir sitzen, legen wir mit der linken Hand das Sagyo nach links, dann gehen beide Hände auf die Mitte der Oberschenkel und die Ellbogen liegen am Körper. Der Blick bleibt auf den Gegner gerichtet. Wenn die Bewegung beginnt, greife ich mit beiden Händen gleichzeitig zum Schwert. Während ich hochgehe, löst der Daumen das Schwert, die rechte Hand zieht das Schwert vor. Nicht greifen, dann könnt ihr es nicht rausziehen, ihr müsst es locker halten. Die Zehen werden hinten aufgestellt. Die linke Hand dreht das Schwert waagerecht und der rechte Fuß geht vor. Das Schwert endet an der Körperkante des Gegners, um ihn zu kontrollieren, falls man ihn nicht getroffen hat. Es ist hier knapp unter waagerecht eine leicht abwärts gerichtete Bewegung. Die linke Hand macht Sayabiki, das heißt, da das Schwert waagerecht gezogen wird, geht die Saya links zurück. Von vorne sollte man hinten die Saya sehen können. So, der Blick ist weiterhin auf den Gegner gerichtet. Dann kommt Furikaburi, das heißt, das Schwert wird über den Kopf gehoben. In dieser Weise, dass die Hand nicht über die Mittellinie rausgeht. Gleichzeitig wird die linke Hand zentriert. Die Saya kommt wieder vor den Bauchnabel und wird senkrecht gestellt. Der linke Fuß ist neben dem rechten, linkes Knie ist neben dem rechten Fuß. Die rechte Hand ist über dem Kopf, die linke Hand ist vor dem Kopf. Das Schwert 45 Grad, nicht nach unten. Der Fuß geht in dem Moment, wo ich schneide, abwärts. Der Schnitt endet hier.
Also nicht bis hierhin schneiden und nicht bis hierhin schneiden, sondern diese Schnittbewegung. Das heißt, die Hand ist unterhalb vom Knie. Dann kommt das große Chivori, O-Chivori. Übrigens dadurch, dass die Salya hier in der Mitte ist, komme ich mit beiden Händen auch dran vorbei. Linke Hand drückt an den Obi, rechte Hand geht nach außen, Schwert 45 Grad nach oben gestreckt, Ellbogen bleibt außen. Der Griff zeigt auf den gefallenen Gegner und im Aufstehen mache ich Ochiburi. Das Schwert wechselt, jetzt zeigt die Spitze auf den Gegner, 45 Grad nach unten, 45 Grad nach außen. Ich gehe nach vorn, Blick ist auf den Gegner gerichtet, rechter Fuß zurück, linke Hand geht ans Koiguchi, dreht die Saya waagerecht, sodass ich hier das Koiguchi vor dem Bauchnabel habe. Dann das Schwert wird aufgelegt, Koiguchi wird versteckt, Schwert wird aufgelegt auf der Hand und die rechte Hand geht nach vorne, die linke zurück. Also nicht so und dann schaufeln, sondern die Hand geht nach vorne, linke zurück. Und dann, während ich abknie, geht die linke Hand wieder vor. Aber sie verlässt mit dem kleinen Finger den Körper nicht. Gehe also nicht so vor, andere Stilrichtung. Ja? Also, schnell nach vorne, langsam einführen, nach zwei Drittel senkrecht stellen. Und ganz einführen. Dann senkrecht nach oben, Füße nach vorne. Tsuba vor dem Bauchnabel, Blick auf den Gegner gerichtet. Nach zwei, drei Atemzügen aufrecht stehen, nicht nach unten gucken mit dem Kopf, nur die Augen gehen runter. Geht die rechte Hand langsam an die Seite und dann gehe ich links, rechts, links zurück. Der Blick geht wieder hoch und die linke Hand geht ebenfalls wieder an die Seite. Kata ist beendet. Noch zwei, drei kleine Dinge zum Ziehen und zum Wiedereinschieben. Beim Ziehen ist es so, ich mache nicht so. Das gehört nicht zum Seite-Yairo. Beim Seite-Yairo gibt es noch eine Bewegung, das Semi, ich bedrohe den Gegner. Bis hier bedrohe ich den Gegner. Er kann noch aufhören. Wenn das Schwert draußen ist, ist es vorbei. Ich ziehe, drehe, schneide. Ich beginne langsam und ende schnell. Ähnlich ist es beim Wiedereinschieben. Itch und dann langsam. Beim Seite-Yairo, nicht bei anderen Stilrichtungen. Schnell, einschieben, langsam. Schnell, langsam. Zwei Drittel waagerecht, ein Drittel senkrecht. Das heißt, das, was schwierig ist, nämlich die Spitze da reinzukriegen, obwohl man fast keinen Platz hat, das macht man schnell. Und dann kommt Sanshin. Gut, das macht man beim Seite ja nicht so, man macht es dezent. Aber so läuft die Kata ab. Ich führe sie noch einmal vor.